Gerrit, wir waren ja vor 5 Wochen in Sachen One Move unterwegs und wollten das testen. Jetzt sind wir wieder bei Mirko, der hatte ja das One Move, das nicht mehr funktionierte. Und wir wollten die Geschichte nochmal auflösen. Vor lauter Cliffhanger kommen wir gar nicht mehr zum normalen Arbeiten hier. Gerrit, sag mal, eigentlich heißt das ja Eigenlob stinkt, ne? Aber du riechst verdammt gut. Woran liegt das? Ja, das sind die neuen Pullover und T-Shirts aus unserem Fahrradfanatiker-Shop. Ist das eigentlich Funktionswäsche? Nee. Wenn du Funktion willst, musst du die Tasse kaufen. Da kann man aus trinken. Alles jetzt in unserem Shop. https://fahrradfanatiker.de. Ja, du kannst auch einfach in die Beschreibung gehen und da klicken. Jo, geht auch. Geil. Ja, das stimmt ganz. Also wir waren, wie gesagt, hier und wollten das Fahrrad eigentlich testen. Das hatte Mirko uns vorgeschlagen, weil er das gerade neu hatte. Und das Problem war, dass die Schaltung auf einmal nicht mehr richtig funktionierte. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass wir während unseres Tests sein Kicklock-System kaputt gemacht haben. Und bis dato hattest du, glaube ich, also Mirko sitzt hier, der möchte nur nicht im Video sein, aber ihr hört seine Stimme aus dem Off. Ich glaube, bis dato hattest du 2 Wochen schon gewartet auf eine Antwort von OneMove. Ja, also ich habe die 2 Wochen früher kam schon angeschrieben wegen der Gangschaltung. Dann hast du das Kicklock noch kaputt gemacht. Aber das konntest du selbst reparieren, habe ich gesagt. Das konnte ich selbst reparieren, ja. Die Gangschaltung hätte ich auch selbst reparieren können. Was war mit dem Kicklock los? Da sind ja so kleine Metallteilchen, solche Magneten drin. Und der eine, der ist in 2 Teile gebrochen, hat dann halt den Kickweg. Das ist bestimmt, weil da irgendjemand gegengetreten hat. Also Kicklock bedeutet, man tritt gegen die Kettenstrebe und dann ist das Ding abgeschlossen. Da ist so ein kleiner Knopf und dann... Also nicht treten, sondern liebevoll drücken. Ja, ja gut, ist das mit dem Kicken irgendwie falsch verstanden. Naja, man muss das dann vielleicht auch Reindrücklock nennen und nicht Kicklock. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls war das Fahrrad defekt. Du hast dafür 2000 Euro bezahlt und ja, was hat OneMove letztendlich getan? Ja, ich habe ja erstmal eine E-Mail geschrieben, die wurde gar nicht beantwortet. Nachdem er weg war, habe ich noch eine E-Mail geschrieben. Das lief dann so weit, dass sie mir irgendwann ein Ersatzteil geschickt haben, den E-Shift-Motor. Was? Den ganzen Motor? Nee. Den E-Shift-Motor. Nur der Motor von der Gangschaltung. Okay. Den habe ich dann ausgebaut, den alten, den neuen eingebaut. Erstmal nur so, nicht ans Rad angeschlossen. Und dann habe ich geguckt, was funktioniert. Der hat sich auch wieder bewegt. Aber weil das die Nabenschaltung im Hinterrad auch kaputt war, ist der natürlich kurz vorm Überlassen gewesen. Also hätte ich den benutzt, wäre auch wieder kaputt gegangen. Ja. Dann wollten die mir ein neues Händerrad schicken. Also zwischen diesem Ersatzteil und dem ganzen Hin- und Hergeschrei sind auch schon wieder 2 Wochen vergangen. Das sollte am 15. November da sein. Am 28. November habe ich dann mal eine E-Mail hingeschrieben, wie das dann aussieht, wo das Teil bleibt. Und dann hatten die vorgeschlagen, das Fahrrad komplett auszutauschen, weil die das Teil noch nicht losgeschickt haben. Super. Und was ist das? Also in der ganzen Zeit war das Fahrrad für dich eigentlich nicht zu gebrauchen. Und wie einfach war das, dieses Teil da zu wechseln? Hätte das jeder Laie gekonnt oder braucht man da schon ein bisschen Ahnung? Also wenn man jetzt nicht ganz dumm ist, dann kriegt man das ja. Anleitung lag nicht frei, aber es war alles relativ selbst erklären. Mhm. Ich glaube, die haben jetzt auch Erklärungsvideos gemacht. Anleitungen werden teilweise mitgeschickt, wie ich das aus manchen Bahnhofsforen höre. Also ist jetzt auch nicht so wild. Das sind 3 Schrauben, ein Kabel. Also noch machbar, ja. Das ist noch machbar, ja. Man muss halt nur die Teile haben. Ja. Ja, Austauschrad. Jetzt steht hinter dir allerdings ein Pegasus. Also, was ist passiert? Trekkingrad mit Kettenschaltung, 3x8 oder 3x9, was ist das? Das ist jetzt dein Fahrrad. Ja, das war auch vorher schon mein Fahrrad. Ah, okay. Dann habe ich das einfach nur gekauft, weil es sah gut aus und für die Stadt. Bisschen elektrisch muss man ja auch mal ausprobieren. Ich hatte schon befürchtet, dass es nach 6 Monaten kaputt geht. Da war jetzt ein Karton aufbewahrt. Das Zurücksenden, das war also kein Problem nachher für mich. Deshalb habe ich das Fahrrad auch noch nicht verkauft. Das wollte ich dann immer für die Langstrecke behalten. Und das war nur Fall auf Kurzstrecke zum Einkaufen mit dem Kicklock. Ja. Und jetzt bist du im Nachhinein froh, dass du das Fahrrad nicht vorher verkauft hast. Nehme ich an. Das bin ich. Das war nun hätte ich sowieso, glaube ich, noch 2 Jahre gefahren. Dann hätte ich mir irgendwie den Nachfolger besorgt. Ja, also wir konnten es hier jetzt nicht mehr sehen, wie es deine Wohnung blockiert. Du hast es zurückgeschickt.
Aber du warst ganz zufrieden mit dem Karton als Ablage, haben wir gerade gehört. Ja. Da könnte man so schön Sachen drauf abstellen. Das stand hier wochenlang rum. Wie viel E-Mails hast du jetzt inzwischen hin und her geschrieben? 29. 29, du hast dich gezählt. Und irgendwann hatte ich keine Lust, mir E-Mails zu schreiben, dann habe ich nur noch telefoniert. Ja. Okay. Das waren 10 Anrufe. Ja, also viel Stress jetzt in Verbindung mit so einem Direktkauf. Wenn du jetzt das im Laden gekauft hättest, dann hättest du natürlich dem Laden ab und zu mal in Persona einen Besuch abgestattet und dann mit deiner ganzen Körpersprache die Sachen geklärt, und das wäre dann ja auch eine klare Bilanzfrage gewesen. Oder wie siehst du das? Also lieber im Laden kaufen, oder was meinst du? Also ich kaufe auf jeden Fall, wenn online, nur noch Fahrräder, die man vor Ort reparieren lassen kann. Ja. Schlägt man irgendwie in diesen Sachen. OneMove werde ich wahrscheinlich erstmal nicht kaufen. Ja, also du hast das Fahrrad jetzt zurückgeschickt und willst auch kein Ersatzrad haben. Nee, die wollten mir ja zuerst ein Ersatzrad geben. Aber dann habe ich zu der Eva erzählt, das ist eine gute von Support. Die hat wirklich supportet. Die anderen, die haben ja, wenn ich angerufen habe, haben die immer noch eine neue Versandaufkleber losgeschickt von UPS. Aber die UPS-Seite ist auch verbuggt. Man kann den Versandaufkleber nicht ausfüllen. Die Webseite von UPS, die funktioniert so gut wie die Gangschaltung von OneMove. Eva hat das herausgefunden, hat mir den Versandaufkleber ausgefüllt, zugeschickt. Ich habe ihn nur noch ausgedruckt, Termin abgemacht und fertig. Und weg ist das Rad. Ja, danke Eva. Unbekannterweise. Ja, kurz. Genau. OneMove, tolles Design auf jeden Fall, das hatten wir ja festgestellt. Also, wie viel Zeit ist jetzt seit deinem Button, dass du das kaufst? Wie viel Zeit ist jetzt vergangen eigentlich? Also, seitdem ich das gekauft habe? Ja, seitdem du auf den Kaufbutton gedrückt hast. Gekauft habe ich das Mitte April. Anfang August war es da. Ende August war es kaputt. Wann hast du es bezahlt? Auch im April, oder? Auch. Ja. Also so kann man auch seine 2000 Euro parken, ne? Das ist schon dann echt eine Zeit lang, ne? Dann, okay, ja. Aber ist das Geld, kriegst du wann zurück? Wenn das Fahrrad da ist, dauert das 2 Wochen. Dann kriege ich das so, wie ich das bezahlt habe. Ja. Und das war ja auch noch mit der hier Peace of Mind Garantie. Das heißt, ich habe 2400 bezahlt. Hätten auch 5 Fiat Sandero sein können mit TÜV bis Ende 21. Ja. Auf jeden Fall eine sehr langweilige Angelegenheit. Also mit Stress verbunden auch. Ne? Man hat immer, dann fehlt einem das Geld so. Man kann sich auch kein anderes Fahrrad kaufen in der Zwischenzeit. Das ist immer das so, finde ich immer so ärgerlich. Das ist halt, man hätte ja nicht nur mal irgendwie so jetzt nochmal irgendwie 2.500 Euro nehmen, flüssig oder so. Das ist, oder zumindest legt man das dann nicht direkt nochmal wieder an für ein Fahrrad. Das macht man ja eigentlich nicht. So hat man dann eigentlich ein ganzes Jahr irgendwie Fahrrad verloren. Und man kauft sich ja letztendlich auch so ein Fahrrad, um es zu benutzen, und ist vielleicht auch darauf angewiesen, weil man sich denkt, jetzt hole ich mir ein cooles Rad für die Stadt und habe da lange was von. Offensichtlich nicht bei allen. Ja, von daher, wenn man darauf angewiesen sein muss, dann braucht man irgendwas Zuverlässiges und dann. Ja, und dann ist es gut, wenn man noch so ein Backup hier steht. Man braucht eh 2 Fahrräder, aber ich sag mal, wenn es ein E-Bike hat, dann braucht man auch irgendwie ein zweites. Was soll man denn sonst machen? Also kommt ja nicht durch die Gegend. Ja, also gerade wenn der Support so lange braucht und das dann sich über Wochen und Monate ja dann teilweise zieht, dann vergeht einem ja auch irgendwie die Lust, bei so einem Produkt dann irgendwie auch einen Ersatz zu wollen, weil ich hatte zum Beispiel auch auf YouTube ein Video gesehen, da hat jemand einen OneMove gekauft, hatte ähnliche Fehler und hat dann auch ein Ersatzrad bekommen, das aber auch sofort mit dem gleichen Fehler da war. Also da war sofort das Kicklock irgendwie kaputt oder so. Ja. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, wir haben einige Zuschriften gekriegt, auch mit Leuten, die gleichen Probleme haben. Andere waren so ein bisschen so, ja, das kann man alles bei meinem älteren OneMove, da könnte man das alles selber ganz einfach reparieren, du kriegst eine Anleitung, dann machst du das, das ist alles halt gar nicht so wild. Ja, setzt aber immer natürlich voraus, dass du so ein bisschen Ahnung von Fahrrädern schon hast. Also wenn Leute zum Bremse nachstellen oder Kette wechseln, das Fahrrad zum Fahrradladen bringen, dann ist das OneMove vielleicht nicht die richtige Wahl für jemanden, der für jede Kleinigkeit zum Fahrradladen fährt. Okay, aber im Prinzip ist es jetzt also, das ist dieses neue Modell, das ist das, was die Probleme macht mit den älteren Modellen, scheint überall besser klarzukommen und es scheint weniger Probleme zu machen. Also vielleicht ist die Markteinführung zu früh geschehen. Siehst du das so, Mirko, oder? Ich glaube, die Nachfrage war einfach zu hoch. Ja. Erst Corona, dann war das Fahrrad auch noch deutlich günstiger als der Vorgänger, der schon so bekannt war.
Zum Thema App, ein Update sollte es noch geben, was den OS-Modus angeht. Hast du das jetzt noch miterlebt, dass das... Da war das Fahrrad schon seit 2 Wochen im Karton. Also meine App hat mir Bescheid gesagt, aber... Also es war praktisch nicht mehr auswählbar in der App, oder wie ist das? Da habe ich noch gar nicht so nachgeguckt. Das machen wir jetzt live. Du sagtest ja, glaube ich, am 17.11. oder sowas. Wir haben, glaube ich, damals im Video gesagt, Anfang November. Also auch das hat sich vielleicht ein bisschen verzögert. Das hat sich verzögert, ja. Ich glaube, es war Mitte November oder so. Aber das kam auf jeden Fall. Das kam auch nicht vor langer Zeit. Ja, wir haben in dem ersten Video ja gezeigt, wie man da den US-Modus auswählen kann. Und ich bin damit ja dann auch eine Runde gefahren, im 4. Gang, glaube ich. Der ging locker auf 32. Ja, der Antritt war ein bisschen anstrengend, aber danach ging es sehr, sehr gut. Und man muss natürlich auch sagen, das Fahrrad ist ja vom Design her, das ist schon cool. Also kann man nichts gegen sagen, ob man jetzt App-Unterstützung braucht oder nicht. Es ist, finde ich, noch eine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich halte das für überflüssig, aber an sich ist das natürlich ein innovatives Produkt. Nur wenn man halt so viele Fehlerquellen dabei hat oder das Risiko eingeht, dass man irgendwo eine Tour hinmacht und dann ist das Kicklock fest und du kannst nicht weiterfahren. Du fährst zur Arbeit, ne? Also das ist der Ober, oder du fährst irgendwo wichtig, irgendwo hin, deine Frau kriegt ein Kind oder so. Und ja, und dann ist dein Kicklock drin. Dann hast du das Fahrradfu ja im Prinzip eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Im 4. Gang hier in Flensburg wird ohne Antrieb dann auch echt schwierig. Fast bis zu unmöglich. Das Fahrrad fuhr sich auch ohne Motor ziemlich miserabel, fand ich jetzt. Also, aber es fährt sich auch mit einer Heimbeinschaltung schlimm, wenn man den Akku nicht anhat. Ja. Ja. Aber an sich hattest du ja gesagt, dass man an der Ampel der Erste ist, der weg ist, wenn man da mit dem Fuß in die Pedale tritt. Ach, ja. Aber je mehr Elektronik in so einem Fahrrad oder je mehr Komponenten im Allgemeinen da sind, desto fehleranfälliger ist es normal, das geht ja nicht anders. Und dann hat man dann einfach echt eine ziemlich große, hohe Ansammlung von Sachen, die kaputt gehen können. Und wenn man ein zuverlässiges Fahrrad braucht, ist das schlecht, wenn man irgendwie ein Fahrrad haben will. Nur zum Spaß, da kann man das riskieren. Ja. Da kann man nur hoffen, dass wenn Wannruf das S4 irgendwann auf den Markt bringt, vielleicht solche Fehler abgestellt sind. Vielleicht werden die Fehler bei diesem laufenden Produkt ja hoffentlich abgestellt. Und da sind ja viele Kunden, die jetzt ihre Fahrräder zurückschicken, wie wir das überblicken können. Und dann ist der Hersteller natürlich jetzt gefragt, da echt Lösungen zu finden. Wir können ja nicht, nicht alle werden sich ein zweites liefern lassen. Und von daher aus 2x1. Oder so am Ende, keine Ahnung, wie das abläuft. Aber schwierige Situation für alle, glaube ich. Auf jeden Fall. Hast du jetzt eine Idee, was du mit deinem Geld machst, wenn du es wieder kriegst? Kaufst du dir jetzt einen Cowboy oder so? Nee, das Cowboy wollte ich nicht haben, weil das halt nur ein Single Speed ist. Okay, ja. Darum war es auch so ehrlich mit der kaputten Gangschaltung von Move. Weil jetzt, wo der Karton als Ablagefläche weg ist, muss ich nochmal zu Ikea und irgendeine Kommode bestellen. Okay. 2.000 € Kommode, das kann man durchaus machen, finde ich. Ja, ich hoffe, dass ihr zufrieden seid, was dieses Update angeht. Wir wollten auf jeden Fall nochmal da nachhaken, was aus Mirkos Wannruf in Flensburg geworden ist. Es ist weg und es kommt auch nicht wieder. Genau. Ja. Mehr bleibt uns dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Sicherlich zuverlässige Pedelecs, zuverlässige Pedelecs als dieses, was wir jetzt hier hatten. Ja, also wir sind Team stationärer Fahrradladen, würde ich sagen. Also und wir sind auch Team lieber nicht Elektro, zumindest ich, aber egal. Ja, das spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, kauft lieber lokal und fahrt Probe, was ihr da kaufen wollt. Dann kann man bei Problemen halt auch immer irgendwo hingehen. Es gibt sehr ausgereifte Systeme, also man muss nicht das volle Risiko gehen, nur um das Modernste vom Modernsten zu haben. Schönes Schlusswort, ganz. In dem Sinne, habt's gut.